Wenn du ein Unternehmen gründen willst, vielleicht sogar ein Startup, dann wird es in der Regel nicht ohne Geld auch funktionieren. Und du darfst selbst die Entscheidung treffen, ob du das Geld als Fremdkapital dir leihst und dafür haftest und es zurückzahlen musst, oder ob du das Geld von Investoren bekommst, vielleicht sogar von Risikokapitalgebern, den klassischen VCs. Nur letztere haben meistens das Ziel, dass dein Unternehmen möglichst auch zu den Einhörnern, zu den Unicorns gehört, sprich eine Bewertung von mehr als 1 Milliarde am Markt repräsentiert. Nur hier gibt es große Gefahren, auf die ich dich heute auch hinweisen möchte, weshalb immer mehr Startup-Gründer und Unternehmer die Entscheidung getroffen haben, lieber ein Zebra zu sein. Und was das ist und was die Unterschiede genau sind, erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Berater und Coach und Inhaber einer Wirtschaftsagentur, sondern habe selbst auch viele Unternehmen gegründet. Die ersten habe ich in der Regel mit Eigenkapital gegründet und später auch andere Gesellschafter oder Investoren mit reingenommen. Entscheidend ist aber hierbei immer die Frage, inwieweit auch ich mich selbst anderen Menschen, die Druck machen, unterordnen will oder ob ich selbst lieber Unternehmer sein will. Und das ist schon gleich die erste wichtige Frage, die ich auch dir stellen möchte. Möchtest du jeden Montag angerufen werden und daran erinnert werden, dass deine Zahlen stimmen, was dein nächster Plan ist und wann endlich die Milliardenbewertung ist? Deshalb habe ich mich bisher entschieden, bisher noch nicht ein Unicorn mit Fremdkapital zu gründen, weil ich Unternehmer sein will und selbst die Entscheidung treffen will. Schauen wir nun einmal hinter die Kulissen eines klassischen VCs oder Investors. Dieser Mensch hat in der Regel nicht unbedingt das Gute der Gesellschaft im Fokus oder dass du persönlich erfolgreich wirst, damit deine Persönlichkeit wächst und du deinen Traum vom Unternehmertum verwirklichen kannst. In der Regel geben die VCs oder klassische Investoren dir Geld, zum Beispiel 10 Millionen Euro im Laufe mehrerer Finanzierungsrunden, damit du aus diesem Geld 1 Milliarde oder mehr an der Bewertung machst. Es geht also den VCs ganz klar darum, dass sie schnell wachsen, erfolgreich sind, die größten Marktanteile erobern und letztendlich dich als Reputation in ihrem Portfolio auch abbilden können. Wenn du einer solchen Investorengemeinschaft dein Ja-Wort, dein Okay gibst, nun, dann hast du vielleicht das Geld, geschenktes Geld aus deiner Sicht, was du nicht persönlich zurückzahlen musst, aber auf der anderen Seite hast du ganz klar ein Management, was den Auftrag hat, die Gelder in der Regel von anderen Anlegern hier zielführend zu verwalten, um dann diese Milliardenbewertung auch zu erreichen. Wenn du also dir die Frage stellst, worum es hier geht, um Qualität oder Quantität, dann wirst du es schnell anhand dieser Zahl selbst entscheiden können. Die Qualität, also welche Wirkung, welche Relevanz für die Gesellschaft gegeben ist, wie nutzenbringend und nachhaltig das Geschäftsmodell an den Markt gebracht wird, unterliegt hier dem klar monetären Ziel der Milliardenbewertung. Wenn wir also nun einem Einhorn ein Zebra gegenüberstellen, dann hat die Farbe tatsächlich eine Bedeutung. Das komplett schwarze Einhorn soll die ausschließliche Ausrichtung tatsächlich auf Rentabilität, auf Profit, auf monetären Erfolg ausrichten. Während das Zebra auf der anderen Seite die Farbe schwarz und weiß kombiniert. Das bedeutet also, ein Zebra will zwar auch profitabel sein und vielleicht viel früher. Es geht also auch nicht vornehmlich darum, den Markt auf Teufel komm raus zu erobern, um möglichst schnell die Marktanteile zu sichern, ohne zu wissen, ob tatsächlich ein sinnvolles, nachhaltiges, rentables Unternehmen am Ende des Prozesses darstellt. Das Zebra will zwar auch rentabel sein, aber im Gleichgewicht, in der Balance mit nachhaltiger Relevanz. Der Nutzen, der in die Gesellschaft gebracht wird, steht also auf gleicher Ebene mit Rentabilität und Profitabilität. Wenn du einem VC begegnest, dann wird er sich natürlich an den Kopf fassen und sagen, sowas gibt es nicht. Möglichst schnell viel Geld machen, weil die Mitbewerber kommen und letztendlich steht ja auch der VC-Manager unter Erfolgsdruck von den Anlegern, nämlich den Menschen, die ihm, also dem VC-Manager, das Geld gegeben haben. Er muss Rapport bringen auf der nächsten Aktionärsversammlung oder vor den Privatinvestoren. Und genau diesen gleichen Druck, den der VC-Manager hat, gibt er dir weiter, sodass du vielleicht nicht nur Montag, sondern Montag, Mittwoch und Freitag die Anrufe bekommst und am Wochenende Rapport persönlich abliefern musst. Es gibt allerdings noch ein weiteres wichtiges Unterscheidungskriterium zwischen Einhörnern und Zebras.
Die Einhörner stehen massiv unter dem Wachstumsdruck, Erfolgsdruck. Und deshalb behalten sie meistens auch ihre Erkenntnisse für sich. Ob Spotify ist, ob es Zalando ist oder Flixbus. Andere Mitbewerber sind gar nicht so gerne geduldet oder werden sogar mit eigenen Erkenntnissen versehen. Denn es geht ja darum, möglichst schnell den Markt zu erobern, um dann der Platzhirsch, also das Unicorn zu sein mit der Milliardenbewertung. Bei Zebras ist es hingegen anders. Hier ist es üblich, dass sich die Startups, auch wenn sie Mitbewerber sind, austauschen und von den eigenen Erkenntnissen den anderen teilhaben lassen und sich so insgesamt als Team, als Schwarm möglicherweise weiterentwickeln. Synergie ist also auch dort ein großgeschriebener Wert. Was nun die ganz klare abgrenzende Definition eines Zebras und eines Unicorns ist, nun, diese klare Definition gibt es noch nicht, sie ist noch nicht in den Büchern festgeschrieben. Aber vielleicht merkst du selbst, was der Unterschied ist, auch für dich und dein Unternehmen. Entweder du gehst zu einer Bank und leihst dir das Geld, wenn das Eigenkapital nicht ausreicht, dann wirst du zwar dieses Geld zurückbezahlen müssen, aber kein Banker ruft an und fragt endlich, ob du eine Milliardenbewertung hast oder ob du Marktführer bist. Den Banker interessiert ganz allein, dass du Zins und Tilgung pünktlich zahlst. Wenn du aber sagst, du willst diese Rückzahlverpflichtung nicht eingehen, weil das Risiko zu groß ist oder du vielleicht selbst an dein Geschäftsmodell nicht so glaubst, wie du es tun solltest und du holst dir einen VC oder einen Investor in dein Boot, nun, dann musst du zwar das Geld nicht unbedingt zurückbezahlen, aber sei dir sicher, dass der entsprechende Investor für sein Risiko auch etwas haben will, nämlich viel mehr Anteile oder überhaupt Anteile, was ein Banker nicht haben will. Und viel wichtiger ist tatsächlich, der Investor eine Strategie hat, nämlich dass dein Unternehmen sich auch zu einer großen Unternehmung mit vielen Marktanteilen, mit einem hohen Unternehmenswert entwickelt. Denn er will aus wenig Geld viel Geld machen. Und dabei sucht er möglicherweise den kürzesten Weg. Und den darfst du dann beschreiten mit dem entsprechenden äußeren Druck von den Investoren und anderen Interessengemeinschaften. Es gibt allerdings noch einen weiteren, größeren Nachteil, wenn du dich entscheidest, mit VCs zusammenarbeiten. Denn in der Regel werden nicht alle Startups, die gefördert werden mit Risikokapital, auch erfolgreich. Die Masse wird eher nicht erfolgreich. Und wenn du genau zu diesen nicht erfolgreichen gehörst, dann wird natürlich entweder der Druck massiv auf dich als Startup-Unternehmer angehoben oder es wird sogar von dir verlangt, dass du schnell die Anteile verkaufst oder der VC steigt einfach aus und damit verlierst du vielleicht die Reputation, weitere Kapitalgeber zu finden und dann ist das Ende deines Unternehmens sehr schnell eingeleitet. Es gibt allerdings noch einen anderen gravierenden Nachteil, wenn du dich entscheidest, ein Unicorn zu werden und mit entsprechenden VCs auch zusammenarbeitest. Denn die Quote derer, die gefördert werden von VCs, also Risikokapitalgebern und tatsächlich ein Unicorn werden, nun, die ist ganz klar. Es werden weniger als 10% tatsächlich ein echtes Unicorn. Vielleicht sogar weniger als 5%, vielleicht sogar nur 1%. Und wenn du zu den anderen gehörst, die sozusagen Verlierer sind, weil sie vielleicht nur 500 Millionen Bewertungen haben oder 100 Millionen oder noch geringer, dann wirst du sehr schnell es am eigenen Leib auch erfahren, was es bedeutet, dem Druck eines VC-Managements ausgesetzt zu sein. Im schlimmsten Fall zwingt das VC-Management-Team dich dann an deine Anteile auch zu verkaufen oder steigt einfach aus und verkauft die eigenen Anteile. Was das dann für dein Startup und Unternehmen bedeutet, für dich persönlich bedeutet, das kannst du dir selbst ausmachen. Also von daher gibt es ganz viele Vorteile, auch als Zebra zu starten, also sowohl profitabel, rentabel sein, aber letztendlich auch das Ziel zu haben, ein wachsendes Unternehmen zu gründen, aber den Fokus auf Relevanz, auf Sinnstiftung, auf Nutzenbringung in die Gesellschaft und Nachhaltigkeit nicht zu vernachlässigen, das kann eine sinnvolle Kombination sein. Und letztendlich wird dir vielleicht auch das Unternehmerleben mehr Spaß machen als Zebra, wenn du nicht diesen Druck von morgens bis nachts über Wochen von Zahlenmeeting und von den Forderungen externer VC-Manager abhängig bist. Wenn du bei deinen Überlegungen und Entscheidungen Unterstützung brauchst, ob es ein Zebra oder ein Unicorn werden soll und wie du dein Vorhaben umsetzt, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Wir bieten dir gerne an, dich auf dem Weg zu begleiten, nicht nur in der Vorgründung und Gründungsphase, sondern auch in der Wachstums- und allen weiteren Finanzierungsphasen.
Du findest den Link direkt unter unserem Video. Vergiss es aber nicht zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg zu deinem sinnvollen, wachsenden, aber auch profitablen Unternehmen. Dein Daniel Schäfer.